Die Evolutionsbiologie der Irrtümer müsste überall Gesprächsthema sein. Also wir haben die Evolutionsbiologie der genetischen Evolution, ja, und wir brauchen die Evolutionsbiologie der parasitären Meme, die Memetik, die memetische, die korrigierte und komplettierte genetisch-memetische Evolutionsbiologie und so weiter. Die Evolutionsbiologie der Irrtümer müsste eigentlich überall Gesprächsthema sein, ja? Also diese Tatsache, dass derjenige, der erfolgreichste Begründer einer Supermarktkette wird, der glaubt, dass die im Chemielabor erstellten, in Wirklichkeit die Menschen krank machenden Kunstprodukte verantwortbar und gut seien für die Menschen, der verkauft völlig skrupellos diesen Nahrungsmüll, diesen Gift-Sondermüll an die Menschen, macht die größten Gewinnspannen und wird Marktführer im Kapitalismus und in der Marktwirtschaft. Und wenn wir uns über diese Evolution der Irrtümer klar sind und uns klar sind, fragen, wie wir die Irrtümer wieder zum Aussterben bringen können, dann kommen wir automatisch, kommen wir zur Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination. Nur so können wir die Irrtümer wieder aussterben lassen und die Schädigung der Menschen aussterben lassen. Denn dann gibt es eben Belohnungen nur noch für ein Handeln, das faktisch das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner besser verbessert, als die anderen Supermärkte das tun. Und dann wird Marktführer der, der uns Menschen, unsere Gesundheit am besten fördert, uns Menschen gut tut.